Moin zusammen. Ja, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Leica Q. Und zwar die allererste Leica Q, die ich mir jetzt vor etwa einer Woche gekauft habe. Und heute möchte ich euch mal meine Gründe für die Leica Q erklären, darlegen und euch mal erzählen, warum ich jetzt eine Leica gekauft habe, was ich so damit vorhabe. Und ich habe die Kamera jetzt circa eine Woche, war auch schon ein bisschen damit fotografieren und blende euch zwischendurch auch mal das ein oder andere Bild mal ein. Leider ist das Wetter noch nicht richtig gut hier. Wir haben den nordfriesischen Sommer mit mehr Sturm und Regen als Sonnenschein. Deshalb war ich noch nicht so richtig oft unterwegs, aber das wird sich in der nächsten Zeit ändern und dann gibt es bestimmt auch noch das ein oder andere Video hier zur Kuh. Fangen wir mal mit den Gründen an, warum ich mir so eine Leica Q gekauft habe. Und vielleicht auch erstmal die Frage, warum überhaupt eine Leica? Ich habe ja hier eine Z6 stehen, mich filmt gerade die A7 IV. Warum also jetzt noch eine Leica Q und nicht einfach mit dem arbeiten, was ich schon habe? Fangen wir vielleicht mal bei der Faszination für Leica an sich an. Also meine Faszination für Leica als Kamerahersteller geht relativ weit zurück. Mein Großvater hat früher mit Leica-Kameras analog für die Zeitung fotografiert. Mein Vater hat selbst viel mit Leica-Kameras analog fotografiert, hatte diverse Leica-Kameras, auch mal eine M3 und hat da also sehr viel mitgemacht. Und irgendwie hat mich die Firma dann, die Leica eben, in den letzten Jahren immer wieder fasziniert und ich habe mir immer wieder Videos auf YouTube angeguckt und irgendwie sind ja auch im letzten Jahr plötzlich alle Fotografen mal, glaube ich, gefühlt mit einer Q2 durch die Gegend gelaufen und haben plötzlich ganz tolle Bilder gemacht und immer wieder ist so bei mir dieser Gedanke hochgekommen, Mensch, Leica, das ist schon irgendwie was Besonderes. Und Leica ist ja auch, wenn man sich die Geschichte anguckt, nicht irgendein Kamerahersteller, sondern im Prinzip ist die Firma, die das Kleinbildformat, wie wir es jetzt ja heute auch im Vollformatsensor im Prinzip haben. Unser Vollformatsensor entspricht ja dem Kleinbildformat. Und Leica hat quasi dieses Format massentauglich gemacht, ne? Oskar Barnack hat ja seinerzeit eine Kleinbildkamera entwickelt, indem er einfach 35 mm Film von Filmkameras für Kinofilmproduktion genommen hat und um diesen Film drumherum eine Kamera entwickelt hat, mit der er quasi diesen Film belichten konnte. Der Ursprungsgedanke war, dass man beim Film immer die Belichtung kontrollieren musste und da die Kameras große Filmmagazine hatten, musste man dann jedes Mal das Magazin öffnen, die Filmrolle da rausholen, dann entsprechend die Belichtung des Films kontrollieren und dann wieder reinpacken und weiter ging's. Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat er also quasi einfach ein kleines Stück dieser Filmrolle abgeschnitten, hat das eben in diese Kleinbildkamera als Film hineingetan und konnte dann entsprechend die Belichtung testen und die Einstellung an der Filmkamera entsprechend vornehmen und musste da dieses Magazin eben gar nicht mehr öffnen, sondern ließ den Film für die Videoproduktion oder für die Filmproduktion eben entsprechend drin. Und aus dieser Kamera hat er sich, oder im Hinblick darauf hat er sich dann, weil das ganz gut funktionierte, auch noch zwei Prototypen gebaut, mit denen er dann selber entsprechend auf seinen Reisen Fotos gemacht hat. Und das war quasi die Geburt der Ur-Leica. Die wurde dann entsprechend weiterentwickelt und irgendwie ein paar Jahre später wurde die Kamera dann von Leica unter dem Namen Leica entsprechend vermarktet und hatte einen riesigen Erfolg, weil natürlich Kleinbildkameras plötzlich klein waren. Man brauchte nicht mehr diese riesigen Kameras,
sondern man konnte plötzlich mit einer kleinen, unauffälligen Kamera mit kleinen Objektiven arbeiten und das war natürlich ein Riesenvorteil. Und so wurde die Fotografie plötzlich massentauglich. Und das Faszinierende an Leica ist natürlich, dann kam irgendwann die M und das Bajonett der M ist ja quasi immer noch das gleiche wie damals bei Erfindung der M. Das hat Leica ja bis zur M11 im Prinzip beibehalten. Das heißt, ich kann uralte Objektive, 50 Jahre alte Objektive, einfach ganz nativ an meine M11 anschließen, wenn ich das möchte, und kann sie so nutzen, wie sie damals für die 35mm Kleinbildfilmkamera quasi gerechnet wurde. Und das ist natürlich eine Faszination, dass ich quasi wirklich eine Kamera habe, die, mit der ich alte Linsen nutzen kann. Das kann ich hiermit auch. Klar, ich kann ja dafür die Z6 kaufen, dann kann ich da alte Leica oder was auch immer für Objektive anschließen. Aber bei der Leica M kann ich es halt wirklich ganz nativ. Ich brauche keinen Adapter. Das Bajonett ist das immer noch das gleiche wie damals. Also das ist natürlich schon mal ganz, ganz schick. Und über die Jahre haben natürlich ganz, ganz viele große Künstler, Fotografen mit Leica M-Kameras gearbeitet, viele bekannte Fotografien auch erstellt. Dementsprechend hat die Firma Leica natürlich eine reichhaltige Tradition, eine reichhaltige Geschichte und ist ganz, ganz eng mit der Entwicklung des Kleinbildes natürlich und mit der Entwicklung der Kleinbildfotografie auch verbunden. Und das fasziniert natürlich. Hinzu kommt natürlich einfach, dass bei Leica bei den Kameras ein gewisses Gefühl der Wertigkeit existiert. Also so eine Leica-Kamera ist einfach aus Metall gefertigt, sie ist hervorragend verarbeitet, sie fühlt sich sehr, sehr gut an und das Design ist minimalistisch, aber sehr, sehr schick. Also sowohl die Q als auch die M, selbst die SL, die ja im Prinzip so ein bisschen so wie die Nikon hier so eine digitale spiegellose Kamera sind. Also ist ja im Prinzip die gleiche Technik, die SL, wie diese Nikon hier. Also modern, aber eben trotzdem schön vom Design. Und wenn ich mir natürlich angucke, hier die Nikon im Vergleich zur Leica, ja, ich glaube, da braucht man nicht zweimal hingucken, dass die Nikon da designtechnisch natürlich eher nicht so toll ist, auch wenn es eine schöne Kamera ist und auch wenn sie gut verarbeitet ist. Aber an das Design, dieses cleane Design der Leica, kommt sie natürlich einfach nicht ran. Und das war für mich ein ganz, ganz essentieller Kaufgrund, zusätzlich zur Faszination Leica, zu der Markenfaszination, kam dann noch diese Designgeschichte dazu. Ich finde einfach ein cleanes, ein minimalistisches, aber funktionales Design, was nicht überladen ist, was nicht irgendwelche Schnörkelspielereien oder sonst was braucht, extrem schön. Und da kommt die Leica hier mit dem 28mm 1.7 Summilux Objektiv genau in mein Beuteschema, denn sie hat wirklich ein sehr, sehr schönes, wunderbar verarbeitetes und von der optischen Qualität her über jeden Zweifel erhabenes Objektiv mit dem 28-1.7 Summilux. Ich fotografiere ungern Testcharts, deshalb schaut euch diese Objektivtests vielleicht woanders an. Da gibt es genug im Internet. Aber wenn man sich diese Haptik einfach mal anfühlt, das ist ein Blendenring, der wunderbar funktioniert, der wunderbar rastet. Das ist ein Fokusring, der im manuellen Fokus wirklich butterweich läuft. Es ist ein Genuss und dann kann man ihn einfach einrasten, dann ist es plötzlich Autofokus. Hier hinten gibt es noch die Makrofunktionen. Wenn ich dann hier raus das Makro reindrehe, dann ändert sich die Autofokus-Skala. Also es sind einfach so die Details, die bei Leica tatsächlich einfach sehr gut und sehr optisch ansprechend designt wurden. Das gleiche gilt für dieses Rädchen für die Zeiteinstellung hier oben. Einfach, es fühlt sich einfach unglaublich wertig an. Alle Regler, alle Tasten, man nimmt es gerne in die Hand. Man hat dann hinten ein cleanes Display mit ein paar Tasten hier an der Seite und diesem Jogdail und das war's im Prinzip. Nichts überladen, nichts übertrieben, keine unnützen Funktionen. Auf das Wesentliche reduziert. Für alles Wichtige habe ich eine Taste für ISO. Ich kann ins Menü, ich kann was löschen und ich kann die Bilder mir angucken und ich habe einen Jogdail, mit dem ich navigieren kann. Alles andere stelle ich sowieso
manuell ein, wenn ich das möchte, die Blende, die Zeit und sogar den Autofokus. Und im Zweifel habe ich hier noch einen Button, auf den ich die ISO schnell belegen kann, beziehungsweise wo ich die ISO belegt habe, und dann kann ich diese schnell und unproblematisch verstellen. Also eine Kamera, die einfach clean, ästhetisch und schön aussieht. Und da muss ich sagen, das hat mich total angesprochen bei der Q. Und das Gleiche gilt für die M. Ich hatte jetzt das große Vergnügen, eine M mal in die Hand zu nehmen und damit auch mal ein bisschen rumzuspielen. Und man merkt einfach, das ist Handwerkskunst hinter so einer Kamera. Die sind gut verarbeitet. Da ist einfach alles aufeinander abgestimmt, wunderbar. Das sieht designmäßig wunderbar aus. Und auch die M, die hat ja die M11. Man sieht einfach, Leica hat sich da wirklich Gedanken gemacht, dieses Urdesign der M, wenn man sich mal die M6 zum Beispiel anguckt und das mit der M11 vergleicht. Man fühlt sich ja sofort zu Hause im Prinzip. Die analoge M6, die Leica jetzt ja auch wieder produziert, und die M11 in der Bedienung her ähnlich. Und wenn man sich das mal ansieht, auch der Messsucher ist ja tatsächlich geblieben, um die Schärfe einzustellen. Also Leica hält da quasi die Tradition hoch, auch wenn man natürlich sagen muss, mit der M ist man eben eingeschränkter unterwegs. Man hat eben keinen digitalen Sucher und so. Man hat viele Vorteile der digitalen Kamera, die ich hier in so einer Nikon habe, eben in der M nicht, weil mir auch manche Funktionen natürlich einfach fehlen. Ich kann mir im Sucher nicht mal eben so ein Histogramm anzeigen lassen oder kriege da Belichtungsblinkies rein. Das ist etwas, was ich da eben nicht kann. Dafür habe ich das klassische analoge Feeling mit dem Messsucher. Und als ich dann überlegt habe, wie gesagt, welche M kann es denn werden, bin ich relativ schnell zur Q gekommen, weil mich das Konzept Q tatsächlich total fasziniert hat. Die kleine, kompakte Kamera, die trotzdem über einen Vollformatsensor verfügt, die ein 28mm 1.7 Summilux-Objektiv hat, mit optischem Bildstabilisator und einer Makrofunktion. Und das bei einer Bildqualität, die, ich verweise da nochmal gerne auf andere Videos, die sich da ausführlich mit beschäftigen, die wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, auch nach meinen ersten Aufnahmen jetzt. Ich blende euch ja ein paar ein. Das ist einfach eine Kombination, die mich wirklich begeistert hat. Und deshalb habe ich mir letztes Jahr schon überlegt, ich würde mir gerne eine Q2 kaufen. Aber dann war eben die Q2 eigentlich schon so ein bisschen am Ende des Zykluses angekommen. Die Q3 stand schon vor der Tür. Erste Gerüchte waren auch schon im Umlauf. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann verschieb das nochmal ein Jahr und kauf dir nächstes Jahr dann die Q3. Und das wollte ich jetzt tun. Die Q3 ist gerade frisch vorgestellt. Ich wollte also sofort eine Q3 erwerben. Allerdings ist die Q3 einfach ist momentan einfach nicht lieferbar. Also wer wohl vorher vorbestellt hat, hat wohl eine bekommen, und ich stehe jetzt auch entsprechend auf einer Vorbestellerliste drauf. Aber ansonsten war für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht an eine Leica Q3 zu kommen. Und dann wurde mir diese Q1 und noch eine gebrauchte Q2 angeboten vom Leica Store in Hamburg. Und da habe ich gesagt, ja klar, gucke ich mir mal an. Und habe dann in Hamburg die Q1, die Q2 und die Q3 mal nebeneinander gesehen und habe mir dann noch meine M11 daneben stellen lassen. Die ist echt schön. Aber die war für mich natürlich sofort raus, nicht nur wegen des Preises. Und über das Thema Preis will ich auch gar nicht reden. Leica ist nicht günstig, jeder weiß das. Und jeder muss für sich selber entscheiden, ob ihm eine Leica dieser Preis wert ist oder eben nicht. Für das gleiche Geld kriegt man woanders super Kameras mit einem Objektiv und kann damit wahrscheinlich am Ende des Tages die gleichen Fotos machen. Ja, und wir haben dann gemeinsam mit dem Verkäufer also überlegt, welche Q macht jetzt am meisten Sinn für mich, weil die Q3 ja nicht lieferbar war, aber ich gesagt habe, die möchte ich auf jeden Fall später haben. Naja, dann macht halt eine Q2 eigentlich keinen Sinn mehr so richtig, weil, naja, irgendwann geht man auf die Q3 und dann hat man wieder den Wertverlust der Q2. Die wird ja auch eher billiger als teurer. Und da ich hierfür einen super Preis bekommen habe und die Kamera aussieht wie neu, frisch vom Werk, hier ist nichts dran, kein Kratzer auf dem Display, auf der Linse, ich sehe noch nicht mal Abnutzungen vom Lack, man sieht gar nicht, dass die Kamera benutzt wurde. Die ist in einem so hervorragenden Zustand
Und der Preis war wirklich gut, dass ich gesagt habe, dann nehme ich doch die Kuh, die ganz normale Kuh. Und die ist ja nicht schlecht. Video mache ich damit nicht, die Funktionen interessieren mich also nicht. Und zum Fotografieren ist die super. 24 Megapixel, guter Sensor, eine herausragende Optik mit dem 28-1.7. Also eine Qualität, die einfach überzeugt. Und die Kamera ist genau das, was ich haben wollte. Klein, kompakt, eine hervorragende Optik, 24-Megapixel-Sensor, einen guten Dynamikumfang, mit dem man gut arbeiten kann. Und vor allen Dingen, sie ist leicht und ich kann sie immer umgehängt einfach mitnehmen. Und genau dafür habe ich sie mir gekauft. Sie ist ansprechend vom Design, sie ist unauffällig. Jeder findet die Kamera einfach schön. Wenn man damit durch die Stadt läuft, wird man angesprochen. Keiner guckt irgendwie blöd, oh, was macht er jetzt hier mit einer riesigen Kamera irgendwie ein Foto? Nein, das ist einfach unauffällig. Es ist klein und jeder findet diesen Retro-Charme, den sie ja versprüht mit der Optik, mit den Rädern, mit dem ganzen Design einfach ganz hübsch. Und ja, dafür habe ich sie mir tatsächlich gekauft. Ich möchte sie einfach immer dabei haben. Immer wenn ich sage, die Nikon oder die Sony nehme ich nicht mit, weil das sind so Kameras, da gehe ich bewusst damit fotografieren. Dann sage ich, okay, ich habe jetzt ein Foto vor Augen, dann nehme ich ein Stativ mit oder auch nicht und dann gehe ich mit den Kameras bewusst fotografieren. Oder die Sony A7 IV zum Beispiel, mit der gehe ich dann ganz bewusst Hunde fotografieren oder mit dem 16-35 jetzt eben Landschaft, Weitwinkel und so weiter. Und das sind halt einfach Sachen, wenn ich aber so denke, oh, heute gehe ich mal nur in die Stadt, will ich eigentlich gar nichts fotografieren, dann will ich die mitnehmen. Und dann will ich damit Fotos machen, die ich eben sonst nicht machen würde, weil ich die Kamera nicht dabei habe. Ja, das ist so ein bisschen so der Hintergedanke dabei. Ich will damit Fotos machen, die ich sonst nicht machen würde, weil ich keine Kamera dabei habe. Und die große Nikon oder die Sony A7 IV will ich eben nicht immer mitschleppen müssen. Und dementsprechend diese hier. Die ist klein, ich habe da keine große Tasche für, eine ganz kleine Tasche nur, wo sie gerade so reingeht. Optisch auch eben ganz schick. Und dann kann man sich die umhängen. Und die sieht auch einfach mit der Gegenlichtblende hier ganz schick aus. Der Deckel, der hält hier zwar noch überraschend gut, aber der wird irgendwann sicherlich lockerer werden. Und deshalb, den macht man dann ab, wenn man einfach sich die umhängt. Hat ja den Schutz durch die Gegenlichtblende. Und dann kann man damit ganz gemütlich durch die Stadt gehen und ein paar Fotos machen. Genau das habe ich auch schon gemacht. Und da blende ich euch ja immer mal ein paar Bilder ein zwischendurch. Dafür ist die Kamera da. Die ersetzt nicht meine Nikon oder meine Sony, gar keine Frage. Und als einzige Kamera würde ich sie wahrscheinlich auch nicht kaufen. Und jeder, der sich so eine Kuh kauft, kauft sie sich wahrscheinlich auch nicht als einzige Kamera, sondern der hat wahrscheinlich noch eine zweite oder dritte Kamera dazu für andere Spezialfälle. Weil die stelle ich mir nicht unbedingt auf Stativ für Landschaftsfotografie, würde ich dann mit der Nikon oder mit der Sony machen. Hiermit kann ich keine Hundefotografie machen, ist schon das völlig falsche Objektiv, um damit Hunde im Sport zu fotografieren. Da kann ich natürlich mal das ein oder andere Porträt so machen, klar, aber nicht jetzt Hundesport beim Agility oder was auch immer. Und 28 mm ist jetzt vielleicht auch nicht das Objektiv, mit dem man irgendwie dauernd Porträtshootings macht. Klar kann man das damit machen, aber vielleicht geht man da doch auf eine etwas Teleweite, lastigere Brennweite, um dann entsprechend nicht ganz so viel Verzerrung zu haben. Und ein etwas schöneren Freistellungscharakter vielleicht auch noch. Alles in allem sind das so die Gründe gewesen. Ich war auf der Suche nach einer Kamera, die mich mal wieder inspiriert rauszugehen, damit Fotos zu machen, und das tut sie auch. Ja, also die ganze Bedienung macht einfach Spaß. Wenn ich die Sony benutze, die macht keinen Spaß in der Bedienung. Natürlich erfüllt sie ihren Job und sie kriegt das wunderbar gebacken und damit werden super Aufnahmen gemacht. Aber die Bedienung macht von vorne bis hinten keine Freude. Hier schon allein das Design, die Kamera anzufassen, jedes Mal eine Freude, sie hochzunehmen und dann eben entsprechend manuell auch Sachen einzustellen. Hier sogar mit manuellem Fokus zu arbeiten, macht Spaß. Man entschleunigt damit, klar, nicht auf dem Niveau, auf dem man mit einer M11 zum Beispiel entschleunigt, weil man einfach noch manuell fokussieren muss mit dem Messsucher. Aber man entschleunigt trotzdem schon. Auch nicht so, wie man das mit einer M6 tut, wenn man analog fotografiert. Aber ich sag mal, man hat ein gutes Leica-Gefühl. Man hat eine schöne Leica-Kamera mit modernen Features, mit einem optischen Sucher, mit einem guten Display und mit einer hervorragenden Linse. Und die Kombination, muss ich ganz ehrlich sagen, stimmt einfach für mich.
sei es jetzt in der Q1, in der Q2 oder Q3. Und die Q1 ist einfach vom Gebrauchtmarkt. Wenn man jetzt so ein Exemplar bekommt, wie ich das jetzt hier bekommen habe, in herausragendem Zustand, würde ich wirklich sagen, neuwertig, und dafür dann eben einen entsprechend guten Preis bezahlt, dann ist hier bei der Leica Q das Preis-Leistungs-Verhältnis von Leica tatsächlich eins der besten, was man momentan bekommen kann. Und wie gesagt, ich will mich an der Preisdiskussion nicht beteiligen. Leica-Kameras sind teuer, das weiß man. Das muss man einfach für sich selber wissen, ob man bereit ist, den Preis auszugeben. Ich finde, gerade bei einer gebrauchten Q hat man aber sehr viel Kamera mit einer hervorragenden Optik und das Gesamtpaket ist einfach schön und stimmig. Und man muss dafür nicht ganz das Bankkonto plündern, ja? Wie man das zum Beispiel jetzt eben bei einer Q3, da muss man schon deutlich tiefer in die Tasche greifen, kriegt dafür aber auch mehr Features, Video und 60 Megapixel und alles noch ein bisschen schöner, Wetterschutz und so weiter. Aber die kostet halt auch nur einen Bruchteil davon. Ja, das war so waren meine Gründe und mein Kaufgrund letztlich für die Leica Q. Ich hoffe damit also viel mehr Street-Fotografie zu machen, viel mehr Fotos einfach so aus dem Moment heraus, wenn ich die Kamera umhängen habe und die anderen eben nicht dabei habe. Ich hoffe, dass mich auch durch diese bewusste Einschränkung, dieses 28mm Objektiv, wo man sich ganz speziell für entscheidet letztlich, wo man sagt, ich will jetzt genau das haben nur, dass man auch da dann eben entsprechend sagt, ja gut, das bringt mich weiter fotografisch gesehen. Und ich hoffe, das tut es, weil ich muss mich um meine Fotografie ändern, um mich auf 28mm einzulassen. Und das habe ich jetzt schon gemerkt bei den ersten Spaziergängen durch die Stadt. Und es hat mir Spaß gemacht. Ja? Es hat mir Spaß gemacht, wirklich mit der neuen Linse, mit den 28mm zu arbeiten, im Vergleich zu einem 35er, wie ich es für die Sony habe, was mich gerade filmt, oder einem 85er oder einem 50er oder einem 135er, was ich häufig nutze, oder eben auch entsprechend 24mm. 28 und nur ein Objektiv. Ich kann nichts wechseln. Ja, das ist das Schöne an der Kamera. Ich bin, so wie sie ist, muss ich mit ihr arbeiten. Und das finde ich faszinierend, das inspiriert mich, das fordert mich auch nochmal heraus. Und da habe ich Spaß dran. Ja, das ist jetzt wirklich eine Kamera, an der ich Spaß habe. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, es bleibt vor allen Dingen, bis ich die Q3 geliefert bekomme, so. Und ja, ich denke, wir werden noch das eine oder andere Video gemeinsam hier auf YouTube sehen zu der Kamera. Ich werde also sicherlich noch das eine oder andere Video dazu drehen und wir werden auch noch mal rausgehen gemeinsam, werde ich euch mitnehmen und dann gucke ich mal, dass ich noch ein paar Fotos vielleicht auch mal on location mache. Ja, das zur Leica Q und damit soll es das auch gewesen sein. Wie gesagt, kein Test, kein Review, kein gar nichts. Ich habe die Kamera eine Woche, ich blende euch ein paar Bilder ein. Ich habe einfach Spaß dran und ich hoffe, das ist rübergekommen. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht zur Kuh wieder, vielleicht aber auch mal wieder on location. Ich habe irgendwie mal wieder Lust auf eine Langzeitbelichtung. Vielleicht machen wir also auch mal sowas im nächsten Video. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.